Neulich habe ich einen Film auf YouTube gesehen mit so einem Titel, der hatte einen Schatten, der nach unten leicht transparent wurde und so wie ausgeblendet wird. Ich zeige jetzt in diesem Video, wie du das machen kannst. Mit ein paar Schritten ist das sehr einfach möglich. Und zwar brauchst du zwei Ebenen dafür. Als erstes erstelle ich mal einen neuen leeren Titel mit dem Text drin. Das spielt eigentlich keine Rolle, was hier drin steht. Das ist mal der weiße Titel, der oben hinkommt. Und dann kopiere ich den durch Drücken der Steuerungstaste und ziehe den nach unten. Und jetzt kommt die Variante, wo eben der Text leicht ausgeblendet wird. Ich ziehe das mal so ein bisschen nach oben. Was hier der ganze Trick bei der Sache ist, ich muss nämlich die also die Oberflächenfarbe nicht weiß lassen, sondern mit diesem Symbol kann ich wechseln auf eine Füllfarbe. Wenn ich das einfach mal anwende, dann sieht man, wie dieser Titel da von blau wechselt nach weiß. Ich möchte jetzt nicht blau nach weiß, sondern ich möchte weiß zu Transparenz. Und zwar werde ich jetzt den ersten Punkt ändern auf weiß und den zweiten Punkt werde ich ändern auf transparent. Das muss ich hier quasi die Farbe wegnehmen, anwenden und jetzt habe ich den schon mal ausgefadet von links nach rechts. Ich möchte aber, dass der Titel von oben nach unten ausgeblendet wird. Jetzt kann es je nachdem vorkommen, dass ich hier ein wenig mit diesem Schieberegler spielen muss, denn das ist etwas diffizil. Man muss da ein bisschen ausprobieren, bis man es richtig hinkriegt. Aber jetzt habe ich im Prinzip den oberen Teil ausgeblendet und nur noch den unteren Teil der Schrift. So, das ist mal gut so. Und was ich jetzt noch machen muss auf den unteren Titel ist, ich muss einen Effekt hinzufügen, der das Ganze spiegelt. Mit Rechtsklick gehe ich hier in den Effekt-Editor. Da wähle ich aus 2D-3-Editor den 2D-Editor CPU. Keine Voreinstellungen. Und dann gibt es hier eine Option, vertikal spiegeln. Und dann kommt der Text so nach unten. Was ich jetzt einfach noch machen muss, und das ist jetzt etwas lustig, wenn ich nämlich den Titel hier verschieben kann, ist es quasi falsch rum. Aber ich kann das sehr einfach verschieben, indem ich einfach hier diese Oberfläche um einen Versatz verschiebe, entweder nach oben oder nach unten, so wie ich das gerne haben möchte. Und schon habe ich das Resultat. Klicke auf OK und ich habe jetzt diesen Titel, der oben weiß steht und unten ebenfalls gespiegelt ist und dann leicht ausblendet. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Hast du eventuell eine Idee für ein weiteres Tutorial? Dann schreib doch einfach einen Kommentar und ich werde schauen, ob ich dazu ein Video machen kann. Abonniere doch meinen Kanal und du wirst immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.